Also wir sind ja jetzt in Italien, Südtirol. Es ist brutal, wie viele Blitzer in den Ortschaften stehen. Es ist ja auch gut, sehe ich wirklich so. Also, aber wenn du da nicht 50 fährst, dann bist du sofort dran und die Schweine blitzen halt auch alle von hinten. Das heißt, du hast halt einfach ausgeschissen. Die haben ja das Abkommen auch mit Deutschland. Da kommst du halt um die Strafe nicht drum rum. Also wenn sie dich haben, haben sie dich. Und das zweite, das Argument, was in Deutschland zieht, wo ich ja auch in meinem anderen Video schon drüber geredet habe, weil wir haben ja noch keine Halterpflicht, das ist halt hier Fehlanzeige, das heißt, die haben das. Das ist denen scheißegal, wer auf dem Moped sitzt. Derjenige, der auf das Motorrad, auf den das Motorrad zugelassen ist, der wird gebumst, auf Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Oh Mann, bin noch nicht so ganz wach. Kommt gleich. Ja, die Italiener, die verstehen halt was, weißt? Die lassen einen dann auch rein, damit die Truppe beieinander bleiben kann. Es ist halt schon krass, also das können die Deutschen halt gar nicht. Ah, es macht so Laune, ey. Wird aber schon gut warm, Mann. Wird schon gut warm. Jetzt wart noch mal 2 Stunden, dann glühen wir, Alter, sag ich dir. Ja, ja. Ich habe natürlich erstmal den Fehler schlechthin gemacht. In unserem Hotel steht an der Rezeption so ein Schild: Bitte nicht an der unteren Tankstelle tanken, da das Benzin halt schlechteres Benzin ist. Und was hat der Marv erstmal gemacht? Ist davor natürlich erstmal dicke zur Tankstelle gefahren mit dem schlechten Benzin und hat erstmal rammelvoll gemacht die Karre. Ach ja, wahrscheinlich hat das keine Ahnung, anstatt 95 Oktan hat es wahrscheinlich halt nur 90 oder so. Die KTM verzeiht es mir hoffentlich. Vom nächsten Mal denke ich nicht, dass ich da nochmal hingehen werde. Haben mich erstmal alle in der Gruppe ausgelacht. Ah, da steht doch extra ein Schild, warum fährst du Vogel denn dahin? Mein Vater hat denselben Fehler gemacht. Wenigstens bin ich da nicht allein. Wenn meine Maschine nicht mehr geht, dann hoffe ich, dass deine auch nicht mehr geht. Dann kann man gleich Sachen packen. Ach, Spaß. So schlimm wird es schon nicht sein. Ja, oben, wo wir herkommen, da stehen die Wolken schon aus. Das hat man vorhin ja auch gesehen. Da war es doch gut bedeckt und hier unten brezelt schon ab. Alter, das ist krank. Wir haben bestimmt jetzt hier schon um 10 Uhr in der Früh 26 Grad, 27 Grad oder so. Heute angesagt 34 bis 35 hier unten. Also, das ist ein Abenteuer. Da ist ein wenig ein Stoppschild, gell, ja. Die scheppert irgendwie die FZ8. Junge, die wirft einen Lärm ab, das ist so brutal, die Karre. Fuck. Meine Nase juckt. Scheiße! So, besser. Ja, ich muss unbedingt heute Öl nachschauen. Also ich habe vorher zwar geguckt, es war schon noch ein bisschen im Schauglas drin, aber nach der Tour heute unbedingt gucken. Fuck, das darf ich nicht vergessen. Ich habe eigentlich gestern schon gesagt, heute vor der Tour ein bisschen nachkippen. So, jetzt hier langsam, weil hier anscheinend immer die Cops stehen. Apparently. Und auf die Bitches haben wir natürlich gar keine Lust. Also ich zumindest null. Man kann zwar eigentlich nicht viel machen, aber in Italien, da habe ich schon gewisse Stories gehört von meinem Bekanntenkreis her, dass sie einfach das Moped abnehmen, wenn man irgendwie nicht zahlen will. Wheelies kosten 118 Euro, wenn sie dich erwischen. Nee, das ist es mir nicht wert. Also ja, kann man gucken, ob wer da ist und nicht, aber irgendwo stehen sie dann wieder, blöd, und dann bist gleich dabei. Das ist es nicht wert, meiner Meinung nach.
aber hier sind kranke Kurven, Alter. Das ist brutal. Richtig schön. Der Asphalt ist auch echt angenehm. Das glaube ich, könnte echt geil Bock machen. So, jetzt kann man ja gerne die wieder überholen. Jawohl. So, jetzt schauen wir, ob wir das hier an dem vorbeikommen irgendwie.